herzlich willkommen zur heutigen Keynote. Ich möchte natürlich ein paar Leuten danken. Allen voran natürlich Ulrike Montgomery und Dieter Pann für die tolle Organisation, für den reibungslosen Ablauf. Und ich glaube, das bedarf auch einen Applaus. Der Dieter, also ich habe den Dieter, der mich auch freundlicherweise immer den Moodle-Ösi nennt, gefragt, worüber soll ich denn bei der heutigen Keynote sprechen? Und er meinte, Mensch Thomas, mach doch was zum mobilen Lernen, das wäre gut. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein super Thema, denn es ist ein Thema, das mich momentan auch sehr bewegt. Vor allem, wenn es darum geht, dieses Thema des mobilen Lernens positiv zu besetzen. Und auf einer Konferenz wie dieser ist es möglicherweise so ein bisschen wie Eulen nach Athen zu tragen, hier über die Potenziale des mobilen Lernens zu sprechen. Aber genau das wird vielleicht auch heute die Herausforderung sein, Ihnen vielleicht ein paar Dinge mitzugeben, zum Mitvor- und Nachdenken und Diskutieren. Die erste Folie hier, das ist jetzt nicht, wo ich lebe. Auch in Österreich gibt es Städte und größere Gebiete. Und in Österreich gibt es womöglich weniger WLAN-freie Zonen als sonst wo. Und darauf möchte ich heute auch in dieser Keynote drauf eingehen. Als Wissenschaftler, aber vor allem auch als Pädagoge und Praktiker, ist es mir sehr wichtig, mit dem Thema mobilen Lernen sehr differenziert und reflektiert umzugehen. Das heißt, wenn es um mobiles Lernen geht, werden sehr gerne sehr viele apokalyptische Bilder gezeichnet. Wenn es um Smartphones geht, ist generell die Diskussion sehr apokalyptisch. REM hat es einmal trefflich formuliert, it's the end of the world. Also vielleicht haben Sie das einmal ein bisschen erlebt, wenn es um Smartphones geht, ist sehr viel Kritik und Negatives dabei. Grundsätzlich als Pädagoge aus einer humanwissenschaftlichen Tradition heraus, ist es für mich schon nachvollziehbar, dass die Angst vor Veränderung bei Lehrerinnen natürlich etwas sehr Menschliches ist. Und da halte ich es mit Douglas Adams, dem Autor Per Anhalter durch die Galaxis, der grundsätzlich konstatiert, ja, alles, was neu ist, was schon da ist, das ist okay, aber ab dem 35. Lebensjahr, wenn da was Neues dazukommt, vereinfacht gesagt, ist das schon ein bisschen gruselig. Und so ähnlich geht es uns teilweise auch in der Debatte, wenn es um mobiles Lernen und Smartphones geht. Das heißt, ich habe hier bewusst versucht, auch ein bisschen mit Filmanalogien und einem spritzigen Titel gegen diesen möglichen Pessimismus zu arbeiten. Ich werde heute nicht über diese Klassikerserie mit Schirm, Charme und Melone, im Englischen The Avengers, sprechen, aber ich möchte mir die Einzelteile des Schirms, des Charmes und auch der WLAN-freien Zone ein bisschen anschauen. Also mir geht es natürlich hier nicht um den Regenschirm. Mir geht es natürlich hier um den technologischen Schirm und Sie können es sich wahrscheinlich schon denken, mir geht es hier um einen Computer- und Handybildschirm. Denn einige Medienwissenschaftler haben natürlich schon erkannt, dass der Bildschirm, der Handybildschirm, also Roswell und Walsh sagen das zum Beispiel, im Endeffekt eine dominante Textstruktur darstellt. Das heißt, Wissen wird schon über den Bildschirm, dem Handybildschirm, rezipiert, kuratiert und weiterverarbeitet. Das heißt, aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich eine extrem wichtige Einsicht, dass der Bildschirm in unserem Leben natürlich eine große Rolle spielt. Sozusagen könnte man festhalten, dass der Schirm auch eine Art Weltwissen generiert. Unsere jungen Lernenden rezipieren Wissen, lernen Dinge kennen, indem sie auf das Smartphone schauen. Und da möchte ich mir vor allem aus lebenspraktischer Sicht anschauen, was es denn damit zu tun hat, dass die Kids eigentlich immer, wenn sie aufs Handy schauen. Ich meine, George Hüttner hat das schon ein bisschen antizipiert, auch eher sehr apokalyptisch, aber er hat schon grundsätzlich recht gehabt, wenn Sie sich dieses Zitat anschauen. Das heißt, da geht es auch um ein Phänomen namens Smartphone-Gazing, das ständige Starren auf dem Bildschirm. Für mich als Medienpädagoge ist es aber sehr wichtig, ein bisschen zu schauen, naja, ist da alles wirklich daran schlecht? Und deshalb möchte ich Ihnen auch ein paar Beispiele geben,
wenn es darum geht, den Bildschirm oder das Smartphone-Screen aus lebenspraktischer Sicht anzusehen. Was bedeutet das? Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem echten Leben. Ich bin mit meinen Töchtern, Lisa und Lee, ich habe die Genehmigung, das herzuzeigen, einfach so beim Essen gesessen und gesagt, Mädels, zeichnet mal doch gute alte Schule mit Papier und Stift auf. Wie seht ihr euch eigentlich mit dem Handy? Ich sage jetzt noch gar nicht, was meine Kinder alles verwenden dürfen mit den Handys, aber generell hat einmal die Lilly 7 Jahre aufgezeichnet, wie sie sich grundsätzlich auch sieht mit dem Handy. Also was man auf jeden Fall mal hier erkennt, ist das Smiling. Ja? Also sie lächelt schon einmal, wenn sie mit dem Handy arbeitet. Jetzt frage ich Sie auf dieser Folie, auf der linken Seite, erkennen Sie da die Smartphone-Icons, was da die Lilly verwendet mit dem Smartphone, wenn Sie jetzt zum Beispiel da hier links oben schauen? Das ist YouTube. Genau. Was haben wir hier? Facebook. WhatsApp, oder? Also ich habe auch gedacht, das ist WhatsApp, aber es ist ein Hackerl daneben. Das bedeutet, dass sie darf es vom Papa aus verwenden. Es ist Spotify. Ja? Und Sie sehen, bei Facebook ist ein Xer. Das heißt, da sehen wir noch nicht so gern, dass das verwendet werden darf. Die Lisa hat es auch ein bisschen strukturierter aufgezeichnet und hat ein bisschen aufgezeichnet, was sie denn so verwenden darf. Ja? Also Sie sehen, da sind schon einige Dinge dabei. Also diese Smartphone-Ikonografie ist schon bei unseren Kindern internalisiert. Also das ist natürlich ein Phänomen, das muss ich mir natürlich genauer ansehen, dass diese Symbole ein fixer Bestandteil unserer Kinder in der Lebensumwelt, wenn es um Smartphone geht, sind. Wir haben jetzt den Schirm besprochen. Jetzt möchte ich ja auch den Charme grundsätzlich besprechen. Und generell stelle ich mir die Frage, der Fokus auf dem Bildschirm, auf das Handy, wie viel Charme hat es jetzt aus praktischer und wissenschaftlicher Sicht, wenn es vor allem darum geht, eine Art authentische Produktionsperformance an den Tag zu legen, heißt es in der Wissenschaft. Was bedeutet das? Das ist nichts anderes, dass ich mir anschaue, wie denn unsere Lernenden authentisch mit dem Smartphone im alltäglichen Leben, aber auch in der Schule umgehen. Und da gebe ich Ihnen jetzt zum Beispiel wieder ein Beispiel von meiner Tochter. Die Lisa liebt es zum Beispiel mit ihrem Smartphone einfach mit der Fotografiefunktion Fotos von unserem Hund zu machen. Ja? Und mittels sogenannter Tagging-Funktion, das heißt etwas zu beschriften, versucht sie einfach Bildimpulse mit sprachlicher Performance zu verbinden. Und ich habe hier zum Beispiel ein absolutes Killer-Argument. Hier kann ich nicht sagen, die Kinder hängen nur zu Hause vorm Smartphone, weil hier wird das Beste aus beiden Welten verbunden. Meine Tochter geht raus an die frische Luft, an die Natur mit dem Hund, macht hier Fotos und versucht dann hier zu Hause dann eine Post-Production zu machen. Also Sie sehen hier Beispiele einer authentischen Medienproduktion auf sehr einfachem Level. Aber was man hier sieht ist, es macht ihr offensichtlich Spaß. Ja? Wenn Sie sich das hier anschauen, ist da auch eine Wetter-App verbunden. Das heißt, hier wird mit einem Smartphone sowohl die Fotofunktion mit anderen zusätzlichen Apps verbunden. Der Joe Dale nennt es App-Smashing, also das wäre eine App-Smashing-Lite-Version, wo ich halt einfach versuche, verschiedene Apps miteinander zu verbinden. Auch das ist für mich ein Ding einer authentischen Medienproduktion. So, oder? Dankeschön. Geht besser, obwohl meine Lehrerstimme ja auch nicht zu leise ist. Ja. Und natürlich gibt es auch die sogenannten, die Internetsprache, die Abkürzungen, die sogenannten Internetakronyme, GN, kennen Sie wahrscheinlich? Good night. Gute Nacht oder good night. Ja? Also Sie sehen, hier werden auch unterschiedliche Text- und Kunstformen produziert. Also was hier meine Tochter macht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass meine Tochter so super ist, ich meine, sie ist es natürlich, aber was ich damit meine, ist, das ist eine ganz einfache Medienproduktion, die ist ungesteuert, das hat sie sich selber erlernt, aber was ich hier toll finde, ist, hier werden auch Textgenres und Kunstformen wie jene der Comics wunderbar in Szene gesetzt. Ganz auf einfachem Niveau, wo hier wo wirklich auch in der freien Natur mit Handys gearbeitet wird. Und das ist für mich auch der Fokus auf dem Bildschirm mit einem gewissen Charme. Und BFF, kennen wir das? Sind Sie hip? Kennen Sie es? Best Friends Forever. So ist es. Es gibt aber natürlich auch Beispiele, wo das mobile Lernen, so fair muss man sein, möglicherweise nicht so charmant ist.
Und diese Szenarien kennen Sie. Und Sie werden sich in möglicherweise einiger dieser Szenarien wiederfinden. Ja? Ich nenne das dann meistens fragwürdige gesellschaftliche Performance hinsichtlich mobilen Lernens. Was meine ich da hier, so gespreizt ausgedrückt? Vereinfacht gesagt, stellen Sie sich einmal diese Frage. Ja? Das ist einerseits lustig, aber schaut es ja tatsächlich wirklich einmal so aus, dass unsere Fotos einmal mit Snapchats in Erinnerung treten. Ja? Das heißt, wie schaut es generell aus? Wie wird mit Wissen umgegangen? Wie wird Wissen mit mobilen Smartphones, wie wird Wissen archiviert? Ein weiterer Trend, den ich sehr krass finde, aber Sie werden sich wahrscheinlich selber die Frage stellen, woher gibt es diese ganzen Zeugenvideos jetzt auf YouTube und auf Facebook? Ja? Und das ist natürlich ein Trend, der ist grundsätzlich sehr bedenklich. Wenn zuerst vorher alles abgefilmt wird, bevor zum Beispiel möglicherweise Hilfe geleistet wird. Also das sind gesellschaftspolitische Implikationen, die ich mir als Lehrerin und Lehrer schon auch geben muss und die muss ich auch kritisch reflektieren. Auch wenn die Selfie-Stick-Mania bald vorbei ist, generell reagieren schon unterschiedliche Einrichtungen auf dieses Phänomen. Dass es zum Beispiel nicht gern gesehen ist, dass man jetzt mit dem Pinguin zum Beispiel und dem Selfie-Stick grundsätzlich ein Foto macht. Und das sind natürlich Entwicklungen, die muss ich mir genau anschauen. Denn das finde ich schon das krasseste Beispiel. Ja? Da sind wir wieder beim Phänomen des Smartphone-Gazing. Die Leute starren auf ihr Smartphone und beachten keine Verkehrsregeln mehr. Das heißt, es gibt in Amsterdam und in Augsburg zum Beispiel schon Ampeln, die am Boden sind, sodass die Smartphone-User auch vor dem Verkehr geschützt sind. Also das sind gesellschaftspolitische Entwicklungen, die möglicherweise weniger schaffen. Das heißt, es handelt sich möglicherweise hier um eine fehlende performative Medienkompetenz. Und dieses Bild fasst ein, weil das ja auch diese fehlende Medienkompetenz wunderbar zusammenhängt. Einerseits lustig, leider Gottes immer noch knallharte Realität. Und das ist auch ein Aspekt des facettenreichen Medienkompetenzdenkens, das natürlich ist auch um Internetsicherheit. Es gibt aber natürlich auch WLAN-freie Zonen, jetzt sind wir beim nächsten Punkt, die bewusst einen Charme haben. Also ich versuche Sie nicht zu überzeugen, dass jetzt Digitalität der absolute Burner in Internetsprache ist. Natürlich gibt es auch in der Analogität sehr viele Vorteile. Ich möchte Ihnen jetzt da gar nicht aus wissenschaftstheoretischer Seite das beleuchten, sondern einfach mit einem Video, vielleicht kennen Sie es, zeigen, warum es teilweise sehr gut ist, dass man analoge Medien nach wie vor hat. Emma! Schon einen gewissen Charme. Ich halte es da immer mit dem Prince, Gott hab ihn selig, der mal auf einem Konzert gesagt hat, tut sie mal eure Handys weg und genießt den Moment. Das hört sich zwar ein bisschen sozialromantisch an, einmal den Moment ins Herz zu schließen, ist aber auch eine gesellschaftspolitische Entwicklung, die ich mir als pädagogisch schon sehr wohl überlegen muss, dass Analogität hin und wieder natürlich auch Vorteile hat. Man kann es natürlich auch mit der Analogität übertreiben, ja, also so fair muss man natürlich sein. Es gibt dann aber natürlich auch WLAN-freie Zonen ohne Schatten. Das heißt, Sie haben möglicherweise bei Anne Will, Maischberger immer wieder die gleichen Argumente gehört, warum mobiles Lernen, Smartphones schlecht sind. Und teilweise ist mir dieser Diskurs gegen mobilen Lernen ein bisschen zu unreflektiert und undifferenziert. Es geht mir jetzt gar nicht darum, irgendwelche Apokalyptiker oder E-Learning, M-Learning-Gegner zu bashen, zu kritisieren oder sie sogar zu erwähnen. Es geht mir aber schon darum, kurz zu argumentieren, dass man dieses professorale Neurodidaktik-Gehabe ein bisschen hintanstellen muss, wenn es darum geht, immer mit dem Argument, naja, ich bin ja nur gegen Smartphone, weil es geht mir um das Wohl des Kindes. Und das ist mir grundsätzlich schon ein bisschen zu wenig, wenn einfach mobile Medien
a priori verteufelt werden. Und das wären sie leider in den Medien. Also ich bin jetzt nicht naiv zu glauben, dass es keine Nachteile gibt und ich möchte diese mit Ihnen auch besprechen. Aber grundsätzlich ist mir das ein bisschen zu wenig. Denn dieses Bild ist sinnbildlich für diese a priori Verteufelung des Handys. Schaut euch das an. Unsere Kinder haben die großartigsten Kulturgüter analoger Art vor sich. Sie schauen nur blödsinnig auf ihr deppertes Handy. Der Kontext dieses Bildes ist aber, dass sich die Kids sehr wohl dieses analoge Medium reingezogen haben und eine Museums-App runtergeladen haben, sodass sie zusätzliche Informationen zu diesem Bild bekommen. Das heißt, Videos, visuelle Impulse, anstatt einer faden analogen Plakette, wo sie darauf lesen. Und dieses Bild ist einfach sinnbildlich für eine teilweise undifferenzierte Diskussion, wenn es um mobiles Lernen geht. Und dieses Zitat finde ich sehr treffend. Ist möglicherweise auch sinnbildlich für unsere Bildung. Wenn es um Innovation geht, dann ist es meistens immer nur ein konsensuelles, ein Finden von Konsens, ein bisschen nachjustieren, tun wir da ein bisschen mobiles Lernen oder E-Learning rein. Das heißt, es wird bei uns nicht mehr radikal gedacht. Und dieser Kantönli-Geist im Bildungssystem, sowohl in Deutschland, Schweiz oder auch in Österreich, ist zu wenig. Wir brauchen radikales Umdenken der Bildung, vor allem wenn es um Digitalisierung geht. Und diese ständige Art Justieren von kleinen Reformchen wird uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Aber diese Community ist hier das beste Beispiel, weil ich habe hier mitbekommen, dass sich Leute aus den Bundesländern zusammentun und versuchen, eine gesamtcurriculare Initiative auch zu managen, weil es einfach zu wenig ist, immer nur in Bundesländern zu denken. Sprachlich, beziehungsweise im Sinne von kulturellen Codes, kann man festhalten, dass das Smartphone natürlich eine volle Wucht auf unsere Kinder hat. Was meine ich hier damit genau? So, schwierige Aufgabe. Meine Tochter musste sich in der Grundschule für einen Aufsatz vorbereiten. Und meine Tochter schreibt es gerne mal auf eine Serviette, dass sie ein paar Sätze übt. Können Sie jetzt das entziffern, was hier meine Tochter geschrieben hat? Also ein Wort haben Sie sofort auch erkannt, sprich Sie sind auch schon indoktriniert. Es steht hier, da reisen unsere Nachbarn für immer nach Hawaii. Ja, gemeint ist natürlich Hawaii. Und es ist ein wunderbares Beispiel, einfach zu zeigen, dass hier natürlich auch ein gewisses Smartphone-Corporate-Branding vollkommen bei unseren Kids drinnen ist. Und das ist für mich als Medienpädagoge, Huawei, die Marke, kennen Sie ja? Wer hat ein Huawei-Handy? Sehen Sie? Ja? Das ist natürlich schon bedenklich. Und da muss ich jetzt als Medienwissenschaftler natürlich ansetzen und sagen, wie weit geht denn dieser Trend? Und da sind wir schon beim Internet-Sprech, ja? Wenn es jetzt darum geht, Internetsprache, können Sie diesen Satz aus einem Teenager-Forum übersetzen, abgesehen von Marek und Thomas, weil ihr wisst das sicher. Ey, krasses Street Cred von der Style her. Was ist ein krasses klar? Street Cred? Street Credibility, das heißt einfach auf der Straße oder im Ort, in seinem Hut, also in seiner Umgebung, mehr oder weniger glaubhaft zu sein. De facto heißt nichts anderes, oh, du hast was los. Die Frage ist jetzt natürlich, inwiefern ist diese sprachliche Entwicklung, diese Fong-Sprache, die Sie teilweise natürlich schon gehört haben, problematisch für den unterrichtlichen Kontext. Denn grundsätzlich bin ich schon fest der Überzeugung, dass die sprachliche Evolution schon sehr stark mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen korreliert. Das heißt, Sprache reagiert auf die Gesellschaft und Sprache reagiert natürlich auch auf Trends. Das hat aber nichts unbedingt mit Digitalität zu tun. Die Kinder reden so nicht nur, weil es jetzt Handy gibt. Revoluzersprache gab es schon in den 50er, 60ern, oder? Dieter, du hast sicher auch Begriffe gehabt, die anderen irgendwie vor den Kopf gestoßen haben, oder? Ja, klar. Ja? Also das ist kein Phänomen der digitalen Medien. Also diese Internetsprache, sei es jetzt die Fong-Sprache oder diese Abkürzungen, ist nichts anderes als ein normierter Code unter Jugendlichen. Eine Art Lingua Franca des Internets, eine gemeinsam gesprochene Sprache. Wie lange das anhalten wird, wissen wir nicht.
Ob das jetzt der Untergang des linguistischen Abendlandes ist, sei dahingestellt. Und dieses Szenario, ob das eintreten wird beim Elternsprechtag, bin ich mir auch nicht sicher. Devin, ja? Wenn ich jetzt natürlich ketzerisch bin, denke ich mir, okay, ich habe gar kein Problem mit dieser neuen Internetsprache, wenn ich mir diese Folie anschaue. Ja? Aber das hat natürlich grundsätzlich nichts mit der Fondsprache zu tun. Es gibt renommierte Sprachwissenschaftler, die einfach sagen, das ist einfach nur eine Replik der Gesellschaft, wie halt Sprache gelebt wird. Die Aufgabe der Schule wird es sein, natürlich diese Sprache in die richtigen Register und Kontexte zu setzen. Ich gebe da immer das Beispiel, hat nichts mit Digitalität zu tun, aber ich kriege tagtäglich E-Mails von meinen Studierenden, ja, da steht drin, hey, ja, Note schon eingetragen, LG. Ja, da steht nicht einmal irgendwie, hallo Herr Strasser, hätten Sie möglicherweise schon eine Klausur eingetragen. Ja? Also Sie sehen, ob das Fondsprache ist oder Sent from Smartphone Sprache, es geht darum, dass unsere Schüler und Lernenden eine Art digitale Netiquette erklärt bekommen, wie sie sich diskursiv im Internet verhalten. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte. Gehen wir wieder zurück zur Apokalypse. Die gibt nämlich viel her. Denn da gab es oder gibt es die sogenannte Blickstudie. Seid ihr von der schon mal gehört? Die ging eigentlich durchs Netz, die ging ab, ja, wie Schmidts Katze, würde ich sagen. Das heißt, die kam den Apokalyptikern, den M-Learning-Apokalyptikern sehr gelegen. Denn diese Studie konstatiert jetzt vereinfacht, Entschuldigung, gesagt, Smartphones sind schlecht und Smartphones machen krank und dick. Das heißt, das Smartphone ist eine Art Pares pro Toto Sündenbock. Das Smartphone muss für viele Dinge herhalten. Und das ist natürlich ein Grund, das muss ich mal genauer anschauen. Und dann schauen Sie sich einmal das Video an. Zum Internet gegen Handys kann Kinder ernsthaft krank machen. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie, die Mediziner in Berlin vorgestellt haben. Untersucht wurden psychische Auswirkungen der Handynutzung. Das Ergebnis ist eindeutig, Eltern sollten Kindern 5 bis 12 Jahre erst gar keine Handys kaufen, so die Ärzte. Sie surfen damit im Internet oder spielen Computerspiele. 7 von 10 Kindergartenkindern benutzen regelmäßig ein Smartphone. Jetzt schlagen nicht nur deutsche Ärzte Alarm, auch österreichische Mediziner warnen vor den Gefahren einer Handynutzung für Kinder. Sie werden hyperaktiv, sie haben Konzentrationsprobleme, sie haben emotionale Probleme, also eine Reihe von Auswirkungen, die man so gar nicht für möglich halten würde. Die Studie an 5500 Kindern und Eltern kommt zu einem erschreckenden Ergebnis. So zeigen sich etwa bei 2- bis 5-Jährigen Probleme bei der Sprachentwicklung. Kinder ab 7 Jahren dagegen greifen übermäßig oft zu Süßigkeiten und leiden entsprechend häufig unter Übergewicht. Schon eine halbe Stunde, die das Kind pro Tag am Handy verbringt, kann diese Symptome auslösen. Meine Kinder sind 4 und ein halbes Jahr alt. Sie darf schon hier und da mal auch mitschauen, was man YouTube-Video oder sowas, aber sie darf sich nicht allein damit umgehen. Ist das zu gefährlich, glaube ich. Vielleicht meine Viertelstunde, dass man mal nicht ein bisschen was wegräumen kann oder so zur Beschäftigung. Für den habe ich eigenes Smartphone und der Philipp darf man das benutzen. Wie oft darf er denn dann bei Ihnen im Smartphone spielen? Etwa eine Stunde pro Tag. Er würde nicht gerne 3-4 Stunden spielen, aber muss es ja ausbalancieren müssen. Laut dem Verband Deutscher Kinder- und Jugendärzte sollten Eltern ihren Kindern frühestens mit 12 Jahren ein Smartphone geben und klare Regeln für die Handynutzung festlegen. So sollten bestimmte Wohnbereiche, etwa der Esstisch, gänzlich handyfreie Zonen. Gut, da sind ja natürlich schon ein paar alarmierende Signale drin. Aber ich verlasse mich natürlich nicht auf komprimierte Newsbeiträge, sondern habe natürlich auch versucht,
diese Studie ein bisschen detaillierter zu analysieren. Ja? Und ich bin ein bisschen stutzig geworden, nämlich bei dieser Studie, dass nur Ärzte befragt werden und Ärzte Diagnosen geben, wenn es um eigentlich ein medienpädagogisches Thema geht. Das heißt, eine detaillierte Analyse oder evidenzbasierte Vergleiche zu finden bei dieser Studie, da tut man sich schwer. Da kommt man auf wenig seriöse Quellen, dass man hier Zahlen findet. Also bis gestern habe ich keine wirklich kontrastierenden Zahlen gefunden. Fakt ist, diese Studie konstatiert, Smartphones machen Kinder dick. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, wird jetzt jemand fett, weil er digitale Medien nutzt? Oder nutzt jetzt jemand digitale Medien, weil er dick ist? Das heißt, es bestehen hier Korrelationen, aber keine Kausalitäten in dieser Studie. Da sind wir genau wieder bei dem Punkt, dass hier wieder eine so eine Pars-pro-Toto-Argumentation kommt. Ja, alles wird schlecht mit dem Smartphone. Denn nur weil zwischen X und Y eine Korrelation besteht, also das heißt zwischen Handys und dicken Kindern, heißt es noch lange nicht in der Wissenschaft, dass X Y verursacht oder umgekehrt. Da gibt es großartige Beispiele sogenannter Scheinkorrelationen. Und Sie haben vielleicht schon einmal was von der berühmten Eiscreme-Korrelationsstudie gehört. Da gibt es eine Studie in Amerika, die sagt, wenn der Eiskonsum steigt, steigt auch die Mordrate. Das ist eine interessante Korrelation, aber für mich als Medienwissenschaftler ist es natürlich auch, wenn ich das mit den Smartphones vergleiche, wo ist da die Kausalität? Heißt es jetzt wirklich, Eis tötet? Heißt es jetzt in unserer Studie, Smartphones machen fett? Kann ich vielleicht nicht differenzierter analysieren, indem ich sage, mehr Eis würde wahrscheinlich bedeuten höhere Temperaturen, Hitze, mehr Aggressionspotenzial. Das heißt, mir fehlt hier ein bisschen eine interpretative Tiefe in dieser Studie, mir fehlen hier die Kausalitäten. Fakt ist, ein reines Verbot von Smartphones bringt natürlich nichts. Es macht ja auch keinen Sinn, meine Kinder vom Verkehr fernzuhalten. Auch ich muss die Kinder für den Verkehr vorbereiten. Und das ist genau der springende Punkt bei dieser Studie. Es braucht nicht nur Ärzte und Rezepte und Medikamente, sondern es braucht natürlich auch solide Unterstützung und Begleitung von Medienpädagogen. Denn was heißt es denn? Und das ist auch wieder so ein Sinnbild für diese unreflektierte Diskussion. Mehr als 30 Minuten schadet. Das heißt, das Kind, 30 Minuten, eine Sekunde, ab dann wird es fett. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen ketzerisch. Es geht ja natürlich nicht um die Quantität, es geht natürlich um die Qualität der medienpädagogischen Nutzung. Es ist ein Unterschied, ob sich ein Kind 30 Minuten YouTube, Teletubbies reinzieht oder 30 Minuten lang vielleicht versucht, Erklärvideos sich anzusehen oder selber zu produzieren. Also das heißt, es ist mir natürlich ein bisschen zu wenig. Und der Jöran Muss-Mehrholz hat in einem Interview das sehr trefflich formuliert. Smartphones fungieren halt leider Gottes oft als sogenannte Shut-Up-Toys. Man gibt den Kindern einfach das Smartphone oder das Handy, dass sie ruhig sind. Wie die eine Mutter gesagt hat, Vater, dass ich mal die Wäsche machen kann oder so. Ja? Das ist ein Problem, wenn die Smartphones verwendet werden, dass die Kinder ruhig gestellt werden. Ja? Das brauche ich aber jetzt keine Ärzte dazu, sondern da brauche ich eine medienpädagogische Begleitung. Da braucht es Konzepte. Denn Fakt ist, Smartphones sind natürlich Verstärker im positiven als auch im negativen Sinn. Das heißt, wenn Sie Couch-Potatoes sind und gern Netflix and Chill machen und generell auf der Couch gerne essen und sich nicht bewegen, dann kann es natürlich ein negativer Verstärker sein. Wenn Sie aber natürlich jemand sind, der gern proaktiv, kreativ arbeitet und dazu zum Beispiel wunderbare Erklärvideos produziert, wie man zum Beispiel bei Marek und Thomas gesehen hat, dann hat es natürlich diese Medienproduktion eine großartige, positive Wirkung. Und da ist genau der Ansatzpunkt, wo Schule agieren muss, dass diese Begleitung natürlich als positiver Verstärker agiert. Also wenn wir jetzt von Smartphones, bevor ich dann natürlich auch praktische Beispiele gebe, spreche, geht es natürlich auch, in Österreich kommt immer mehr der Begriff erweiterte Kulturtechnik. Sie hören es wahrscheinlich oft auch in Ihrem Kontext, naja, unsere Kinder müssen einmal zuerst lesen, schreiben, rechnen können, bevor sie dann mit dem Smartphone arbeiten. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Die digitale Wissensrezeption und Verarbeitung ist schon mittlerweile auch mit dem Handy eine erweiterte Kulturtechnik. Und um diese erweiterte Kulturtechnik zu verstehen, muss ich möglicherweise auch den medialen Habitus grundsätzlich verstehen.
Was bedeutet das? Medialer Habitus hat ja nichts nur mit Digitalität zu tun, sondern da geht es natürlich darum, dass der mediale Habitus die Handlungs-, Denk- und Wahrnehmungsmuster integriert und vor allem gewisse Verhaltensdispositionen festhält bei einem jetzt Lernenden auch. Und wenn wir von Verhaltensdispositionen sprechen, sprechen wir auch von Medienbildung als eine Art Disposition. Das heißt, jeder Mensch hat eine gewisse Kompetenz und Bereitschaft, Disposition, möglicherweise eine Kompetenz anzuwenden. Es geht nur darum, welches Potenzial schöpfe ich daraus, dass mit Smartphones gearbeitet wird, dass sich zum Beispiel ein Lernender in der Gesellschaft zurechtfindet. Und dann gibt es die Medienbildung als Transaktion. Das heißt, es geht jetzt darum, diese Kompetenzen für den Beruf zum Beispiel zu entwickeln und weiter zu verarbeiten. Das heißt, dass ich einfach weiß, wie ich möglicherweise digitale Tools und Apps für mein berufliches und schulisches Leben einsetze. Und es ist dann eben frei nach Bourdieu, dass quasi Bildung als Kapital umzusetzen ist. Das heißt, das, was ich habe, muss ich umsetzen. Und letztendlich geht es um Medienbildung als Transformation. Das heißt, das Lernen ändert sich durch Digitalität, auch durch Smartphones. Das heißt, ich muss auch einen Transformationsprozess bei meinem Lernszenario haben. Und da möchte ich jetzt auch in die Praxis gehen. Der Kollege Schmidt von der Uni Lüneburg und ich haben uns grundsätzlich überlegt, was braucht es denn bei Apps, wenn Schüler lernen? Was gibt es da möglicherweise Qualitätskriterien? Gibt es da Dinge, die zu berücksichtigen sind? Jetzt stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie wollen, dass Ihr Kind mehr oder weniger ein Video gestaltet für die Schule, ein Lernvideo produziert, zum Beispiel mit dem Smartphone. Da ist es wichtig, unterschiedliche Aspekte zu beobachten. Zum Beispiel den Aspekt der Kollaboration. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Leute miteinander gemeinsam arbeiten sollen, wenn sie mit Smartphones arbeiten. Das heißt, in der Gruppe gemeinsam etwas produzieren. Kollektive Intelligenz. Es geht um die Kommunikation. Ich glaube, da sind wir uns einig, es muss über den Lernprozess kommuniziert werden. Das heißt, miteinander wird besprochen, naja, was könnte ich da dann noch einfügen? Wie könnte der Schnitt funktionieren? Was sollte am Ende des Videos rausschauen? Es geht um die Reflexion und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Lernen mit Apps ist nicht selbstorganisiertes Lernen. Das heißt, da wird nicht automatisch der Lernerfolg ein guter. Es braucht natürlich noch die Fachkraft, die Lehrerinnen, den Lehrer, um diesen Lernprozess, wenn da zum Beispiel jetzt Videos produziert werden, Rückmeldungen zu geben. Dass der Lehrer zum Beispiel sagt, ja, das finde ich gut, versuche aber hier noch einen Schnitt reinzubringen und das einzubauen. Es geht natürlich auch um die Multiplikation. Das bedeutet, die Lernprodukte, das fertige Video sollte einfach geteilt werden sollen. Und eine App sollte das gewährleisten, dass ich das über Facebook, Google, Embedlink, E-Mail verteilen kann. Auch das ist ein Qualitätskriterium einer App. Es geht um die Modifikation. Das bedeutet, dass ich mit einer App, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Erklärvideo produziere, im Nachhinein, nachdem mir der Lehrer ein Feedback gegeben hat, immer noch Dinge verändern kann. Das heißt, wenn das Produkt fertig ist, darf es noch nicht in Stein gemeißelt sein. Ich muss die Möglichkeit haben, mit einer App weiterzuarbeiten, sodass dann letztendlich auch der Aspekt der Produktion und Kreation im Vordergrund steht. Ich glaube, das sind Aspekte, die sehr wichtig sind. Lernen mit mobilen Endgeräten ist nicht nur Wissensrezeption, das ist auch aktive Produktion. Binden Sie Ihre Lernenden ein, wenn es um mobile Lernszenarien geht. Und da sehen Sie ein praktisches Beispiel. Vielleicht kennen Sie die App, das ist eine App, wir nennen sie EduApp, Educational Application, namens TreeCider. Das ist eine wunderbare Anwendung, wo Sie mit Ihren Schülerinnen über ein kontroversielles Thema auf einer Online-Plattform ohne Anwendung diskutieren können. Das heißt, der große Vorteil ist, hier können Ihre Schülerinnen und Schüler anonym Argumentationslinien zu einem gewissen Thema posten. Wenn Sie sich das da anschauen, da ging es bei uns im Englisch-Seminar darum, ein YouTube-Video anzusehen und da gab es Tipps, wie man Sprachen lernen besser kann. Ja? Und da formuliert eine Studierende ein Argument und dann auf der rechten Seite, Entschuldigung, schaltet sich dann ein anderer Kollege ein und sagt, ich stimme dir zu, unterstütze dieses Argument, oder jemand, der sagt, ich bin nicht deiner Meinung. Und das Schöne ist, hier findet auch eine Art soziale Interaktion statt. Das heißt, hier kann auch à la Facebook-Style abgestimmt werden, ob dieses Argument gut ist oder nicht. Und der Mehrwert ist hier relativ klar, denn ich kann diesen Diskussionsprozess am Handy, in der U-Bahn, vervollständigen, erweitern. Ich bin natürlich Realist, dass unsere Schüler und Lerner nicht unbedingt am Smartphone, wenn sie am Weg nach Hause sind, da möglicherweise da was einfinden. Aber generell ist es möglich. Und so sollte auch mobiles Lernen gedacht werden, als Entgrenzung vom klassischen Klassenzimmer. Und da möchte ich Ihnen auch ein paar praktische Beispiele jetzt geben. Vielleicht, oder viele kennen es, wer kennt denn die App Aurasma? Ja,
sind so drei, vier, doch ein paar. Ja? Also da würde man jetzt sagen, in der Internet-Phone-Sprache ist es der neueste Scheiß oder der heißeste Scheiß. Das wird wahrscheinlich kommen. Das ist Augmented Reality. Haben Sie schon mal davon gehört? Glaube ich schon. Da geht es darum, dass ich bestehende Inhalte, die es zum Beispiel in gedruckter Form gibt, erweitern, augmentieren kann. Ich werde dieses Buch auch verwenden. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben das klassische Schulbuch. Und da sehe ich die große Revolution der augmentierten Realität. Sie haben vorbehaltlich der Recht, ich darf das hier zeigen, weil es meins ist. Ja. Aber es geht darum, hier kann ich Inhalte augmentieren, anreichern, multisensorisch anreichern. Jetzt stellen Sie sich vor, der Schüler macht halt jetzt sein gutes altes Englischbuch, macht Übungen und geht dann mit dieser App Orasma. Hier rein und denkt sich einmal, aha, was gibt es denn da noch zu erkunden, abgesehen von diesen typischen Lückenfüllübungen und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, da ist eine Lektion, da geht es um die Cranberries, um ein Lied, ja, All to My Family, Thema ist Familie. Das heißt, der Schüler nimmt sich diese App und fordert so jetzt mal rum, ja, und sieht dann, okay, was haben wir da, gibt es da was zu erkunden? Also seht, wenn man dann über die Cranberries fährt, sieht man dann auch das Video dazu. Und da sehe ich natürlich schon großes Potenzial, bestehende Lehrwerke, vorbehaltlich der Rechte-Nutzung natürlich, zu augmentieren. Und das ist für mich ein eindeutiger Trend. Man kann natürlich auch spielerisch agieren, indem man das Klassenzimmer auch mit augmentierter Realität ein bisschen aufmacht. Wenn ich dann hier durchgehe und vielleicht schaue, wenn sich das ausgeht, vorbehaltlich. Nicht, ich hätte doch was versteckt, aber das wäre dann der klassische Vorführeffekt. Ich könnte hier zum Beispiel auch gewisse Dinge verstecken und erscheinen lassen, das funktioniert hier nicht, aber ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel. Augmented Reality Books. Klassisches Ding, gutes, altes, gedrucktes Buch, das ist ein Kinderbuch, das mögen meine Kinder sehr gern. Die lesen, die lieben das noch ein Bild haptisch anzufassen. Sie mögen es aber auch sehr gern, dass man solche Bücher mit mobilen Endgeräten ein bisschen weiter vertieft. Was meine ich damit? Die Kids nehmen sich das Buch, lesen das und können dann aber zusätzlich, sie öffnen eine App, Sie können dann zum Buch noch drüber fahren, indem Sie da jetzt zum Beispiel schauen, aha, was gibt's da? Every story has its ups and downs. One day the sky darkened. Also Sie sehen, das ist augmentierte Realität. Wenn ich da jetzt weitergehe, der Sprachlerneffekt ist hier auch gegeben. Hier erscheinen zum Beispiel dann relevante Wörter in Englisch für das Buch. Ja? Das heißt, es ist eine multisensorische Aufbereitung. Und wenn man dann weitergeht zum Beispiel, kann man auch weitere Settings, weitere Orte im Buch erkunden, die das Buch nicht hergibt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel schauen, zusätzlich in weitere Räume eintreten. Das heißt, alles, was hier erklärt wird auf der englischen Sprache, wird zusätzlich visualisiert. Und das ist natürlich eine interessante Möglichkeit, hier zu bestehenden analogen Materialien zu arbeiten. Und da deshalb sehe ich hier ein wunderbares Potenzial, wenn es um augmentierte Realität mit Apps geht. Das kann anfänglich noch ein bisschen spooky wirken, aber das wird ein Trend sein, der kommen wird. Vor allem, wenn es um die Schulbücher geht, werden hier die Verlage aufspringen. Wenn ich mir jetzt diese Anwendungsgebiete aus wissenschaftlicher Sicht anschaue, kann ich sagen, M-Lern-Szenarien oder M-Learning-Szenarien, das ist nichts Neues, denn es kommt immer darauf an, wie ich dieses mobile Lernen in bestehende Ansätze einbette. Ich kann M-Learning klassisch à la Skinner behavioristisch machen. Das heißt, ich gebe einen Input und bekomme eine Rückmeldung, einen Impuls, das sogenannte Road Learning, wie es Skinner gesagt hat. Da gibt es zum Beispiel M-Learning-Anwendungen, wie zum Beispiel Kahoot, eine klassische behavioristische Anwendung, wo hier wirklich Impulse
eingegeben werden und automatisch generiertes Feedback kommt. Ich kann aber natürlich mit Smartphones sehr konstruktivistisch arbeiten. Das heißt, dass Wissen generiert wird, dass Lernende ihr eigenes Wissen generieren, wie zum Beispiel, auch wie Sie hier sehen, indem ich Erklärvideos mache oder mir mein eigenes E-Book oder Flipbook mit einer App mache. Das mögen die, sogar die Kinder in der Primarstufe sehr gerne, dass sie ihre eigene Storytelling machen, wo ihr Wissen wirklich eigens kreiert wird. Es geht natürlich auch um eine Art situativen Ansatz, wo es vor allem darum geht, in einem authentischen Kontext mobiles Lernen stattfinden zu lassen. Wie zum Beispiel, denken Sie an WhatsApp, heiße Geschichte, glaube ich, in Deutschland. Ja? Bei uns aus datenschutzrechtlichen Gründen noch diskutiert, aber jetzt nicht per se verboten. Und ich sehe da sehr großes Potenzial bei WhatsApp, bei situativen Ansätzen, weil mobiles Lernen ist auch örtlich und zeitlich entgrenztes Lernen außerhalb des Klassenzimmers. Und das ist eine wunderbare Situation für eine geplante Lernsituation außerhalb des Klassenzimmers, weil der Auftrag war, hier mit einer DAF-Gruppe ins Museum zu gehen, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, ein Foto abzufotografieren und über diesen Dinosaurier mit fachspezifischem Vokabular zu interagieren in einer WhatsApp-Gruppe. Weil WhatsApp haben Sie ohnehin. Und auch das ist ein Indiz für mobiles Lernen. Verwenden Sie die Gerätschaften und Apps, die Sie ohnehin schon verwenden. Das könnte ein Erfolgskriterium für den Unterricht sein. Der kollaborative Ansatz, ich glaube, wir sind uns alle einig, die kollektive Intelligenz ist natürlich eine großartige Sache. Da geht es natürlich auch darum, dass Wissen gemeinsam generiert wird, wie zum Beispiel mit Padlet, wo Sie gemeinsam in Echtzeit gemeinsam Wissen generieren können, seien das mathematische Formeln, seien das Merksätze und so weiter und so fort. Und dann geht es um einen informellen Ansatz. Das bedeutet, dass grundsätzlich Lernen nicht nur im Klassenzimmer stattfindet, sondern außerhalb des Klassenzimmers. Sei das jetzt mit Geocaching, mit QR-Codes oder auch mit Pokémon Go. Das heißt, mobiles Lernen findet nicht nur in einem formalisierten Kontext statt. Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Aspekte, dass Schule da auch ein bisschen neu gedacht wird, dass der Unterricht nicht immer nur 45 Minuten oder 50 Minuten dauert. Und da bin ich über den Joe Buchner, einen ganz netten und tollen Kollegen aus Österreich, über einen kurzen Beitrag gestoßen, der heißt Give Peace, die P, a Chance. Das heißt, hier werden möglicherweise Aspekte genannt, die ein mobiles Lernen sehr dynamisch und motivational gestalten. Das heißt, was braucht es denn beim mobilen Lernen? Es braucht projektähnlichen Charakter. Geben Sie einen Auftrag, der auch einen Bezug zur Lebensrealität hat. Geben Sie ein Problem auf, das die Kinder oder die Lernenden natürlich auch motiviert. Es geht um Peers, um Gruppenlernen. Lernen Sie gemeinsam, versuchen Sie medienpädagogische Projekte mit Smartphones gemeinsam in der Gruppe zu steuern. Es geht ein bisschen auch um Passion. Das hat jetzt ein bisschen einen TEDx-Charakter. Ja? Aber es geht natürlich darum, intrinsische Motivation durch Passion zu initiieren. Denn ich glaube, das ist einer der wichtigsten Katalysatoren, dass Schülerinnen selbst heraus Dinge freiwillig produzieren. Und schlussendlich geht es natürlich auch um einen spielerischen Charakter. Und da möchte ich Ihnen wieder ein Beispiel bringen von meiner Tochter. Die hat ein Stop-Motion-Video Light produziert. Und das hat vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass ich jetzt vor diesem Vortrag meine Tochter gepiesackt habe, sie muss jetzt alles produzieren. Das ist natürlich falsch. Ja? Denn meine Tochter hat das freiwillig produziert. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, diese intrinsische Motivation. Und sie hat da einfach nur mit dem Handy aufgenommen und ganz einfach szenisch mehr oder weniger ein kleines Filmchen namens Reiterferien. Reiterferien, guten Morgen aufstehen, Morgen, Frau Martin, endlich geht's los. Reiten und einkaufen, ich freue mich schon riesig. Ich freue mich auch riesig. Warte, oh Diego, dich habe ich. Ja, dich haben wir erst jetzt bemerkt. Na komm, ich mach dir auf. Ja, ja, guten Morgen. Alles ist gut, jetzt füttern wir dich, dann gehen wir Frühstück essen. Also zuerst müssen wir einkaufen, dann reiten wir. Na los, kommt. Das wird bestimmt toll, na los. Komisch. Was denn?
so fort. Also, aber was mich hier so fasziniert hat, ist, ich habe dann einfach gefragt, wie hast du das gemacht? Ja, einfach mit Pause und weiter gefilmt, aber sie hat sich halt so eine Art Storyboard zusammengeschrieben, auf Blatt Papier, wie sie denn das ungefähr machen kann. Sie hat einer ihrer Lieblingssendungen hergenommen, das sind Pfefferkörner und was auch immer, was da gibt, und hat halt versucht, basierend auf das, was sie halt vom Fernsehen kennt, mit dieser auch Hochdeutschsprache, ja, ein bisschen szenisch in mehr oder weniger auch in Aktion zu setzen. Und das machen andere Kids genauso, aber mit den Rechten ist es natürlich bei meiner Tochter ein bisschen einfacher. Ja? Aber generell, sehen Sie, um was man geht, da braucht es nicht viel Schnickschnack, ja? Sondern da braucht es generell auch nur ein bisschen eine Motivation. Und da sind wir natürlich auch beim Aspekt der Medienkompetenz. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte, wenn es um Medienkompetenz beim Lernen geht. Ich glaube, einer der wichtigsten, neben der technischen Kompetenz, ist natürlich eine Art reflexive Kompetenz. Dass eben Lernende wissen, wie sie Informationen, die sie aufnehmen, dann auch für ein Lernprodukt wirklich anwenden. Das heißt, wie nehmen Sie jetzt zum Beispiel Ihr Storyboard her, dass Sie es dann zum Beispiel auch in Szene setzen können? Diametral zu der Medienkompetenz, der digitalen Medienkompetenz von Schülern, braucht es aber auch die digitale Medienkompetenz der Pädagoginnen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt auch in Deutschland. Und da hat sich Österreich was überlegt mit dem sogenannten DigiComp-P, die kann man sich kostenlos runterladen, die Links finden Sie auf diesen Folien und Sie bekommen dann auch die Folien, die Sie, da können Sie sich dann runterladen über die Datenbank der Moodle-Mood. Österreich hat sich grundsätzlich dabei gedacht, wir brauchen mehr oder weniger eine curriculare Manifestierung digitaler Medienkompetenz in der Lehrerinnenausbildung. Das heißt, was brauchen denn unsere Lehrerinnen vor dem Studium, während des Studiums und vor allem dann auch nach dem Studium, auch im Referendariat und in Fort- und Weiterbildung. Und Sie sehen da natürlich, die digitale informatische Grundbildung ist natürlich was etwas Wichtiges. Aber was uns sehr interessiert bei diesem DigiComp als durchgängiges Prinzip ist das digitale Leben. Das heißt, auch gesellschaftspolitische Phänomene, die jene, die ich Ihnen abrissweise jetzt auch gezeigt habe, werden in der Lehramtsausbildung grundsätzlich in Österreich auch behandelt. Wichtig, und das ist für mich als Fachdidaktiker einer der wichtigsten Aspekte, dieses Modul E, wenn es darum geht, digital lehren und lernen im Fach. Das heißt, in der Lehramtsausbildung in Österreich haben Sie grundsätzlich auch fachdidaktische Aspekte, wie Sie zum Beispiel gewisse Tools im Deutsch- oder Englischunterricht einsetzen können, wie da Lehrerinnen und Lehrer auch unterstützt werden können, dass sie Apps und Co. jetzt auch im mobilen Lernkontext richtig einsetzen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte ist auch das digitale Verwalten für Lehrerinnen und Lehrer. Wie sammeln denn Sie Ihre Unterlagen? Gestern mit einem Kollegen auch geredet, der hat auch einen interessanten Ansatz, wie man Dinge speichert. Aber grundsätzlich geht es vor allem darum, wie kann diese Informationsflut bei Ihnen als Lehrerinnen und Lehrer gespeichert werden und wie greifen Sie darauf zu? Denn im 21. Jahrhundert gibt es natürlich eine Informationsflut, da ist es sehr wichtig, dass ich einfach weiß, wie ich zu meiner Unterrichtsplanung komme. Ist das jetzt mit Dateinamen, ist das mit Evernote, ist das jetzt, weiß ich nicht, mit Dropbox? Da gibt es unterschiedliche Aspekte und die müssen wir aber auch in der Lehrerinnenbildung behandeln. Also es geht mehr als 1 und 0 in der informatischen Grundbildung. Es geht natürlich auch darum, zu wissen, wie Wissen verwaltet und kuratiert wird. Und da gibt es die Initiative in Österreich, die tritt nächstes kommende Studienjahr in Kraft, von unserer Bildungsministerin, die Initiative Schule 4.0. Das heißt, das Thema Digitalisierung ist momentan in Österreich so heiß wie noch nie. Und wir Medienpädagogen spüren da schon ein bisschen einen Aufwind, weil es geht darum, dass man vor allem Medienbildung, digitale Medienbildung als holistisches Prinzip sieht, um sogenannte Schnittstellenproblematiken auszublenden. Das heißt, wir wollen ein durchgängiges medienpädagogisches Prinzip von der Primarstufe bis zu dem Sekundarbereich und Tertiärbereich. Und da gibt es grundsätzlich 4 Säulen, die dann auch in Österreich im schulischen Bereich in Kraft treten. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber grundsätzlich jetzt in der Säule 1 um die informatische oder digitale Grundbildung, die Basics, digitale Grundbildung 101 und Punkt 2, der wichtigste Punkt, digital kompetente Pädagoginnen und Pädagogen. Das heißt, da geht es auch darum, dass Lehrgänge zur digitalen Medienkompetenz abgeschlossen werden sollen. Die nähersten Infos finden Sie dann auf den Folien mit den Links. Und es geht natürlich auch um Infrastruktur und IT. Es geht natürlich nicht ohne Technik. Das ist jetzt für mich jetzt nicht der wichtigste Punkt. Ich möchte nämlich darauf noch ein bisschen was sagen. Und es geht aber auch um Tools.
Lehrerinnen lieben Bastelstuben und prefabricated Geschichten, also Templates, Unterrichtsbeispiele, die schon vorbereitet sind. Und in Österreich gibt es da auch eine interessante Initiative, ist dann auch auf der Folie, die sogenannten E-Tapas. Sie kennen Tapas aus dem Spanischen und das gibt es auch im Bereich von E-Learning. Das sind leicht verdauliche kleine E-Learning-Häppchen, die angeboten werden. Das heißt, das sind Unterrichtsbeispiele, die dann auch von Lehrern unter Qualitätskriterien strengen konsumiert werden können im Rahmen einer Eduthek, das vom Ministerium dann auch kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir versuchen da natürlich jetzt schon sehr holistisch zu arbeiten. Aber ich bin auch ein bisschen ein Realist, weil ich bin schon länger im Business, sage ich jetzt einmal. Es gibt natürlich, bevor ich dann auch zum Ende komme, paradoxe Aspekte, wenn es um digitale Medienbildung geht. Und einer dieser Aspekte ist natürlich, es ist natürlich diese Schamoffensiven und Schaumschlägereien, wenn es um Ausstattungsinitiativen geht, ist mir natürlich ein bisschen zu wenig. Was meine ich denn damit? Schauen Sie doch einmal in die Kommunalblätter rein, wenn dann die Frau Bürgermeisterin oder der Herr Bürgermeister sich mit den kleinen Kids in der Grundschule fotografieren lässt und hinten ist das Interactive Whiteboard und der Politiker auf Wienerisch sagt, man schleicht sie dann und die Lehrer und Kinder werden eigentlich allein gelassen mit dem Interactive Whiteboard, weil es mehr oder weniger keine Unterstützung gibt, wie diese Whiteboard didaktisiert werden. Das heißt, es gibt immer Beteuerungen, dass E-Learning oder digitales Lernen sehr wichtig ist, aber es braucht natürlich auch nachhaltige Konzepte in der Ausfort- und Weiterbildung, vor allem bei den Lehrerinnen und Lehrern. Mir geht es da schon auch um Wissenschaft und nicht nur um Hypes. Auch wenn Ihnen unterschiedliche Kolleginnen oder auch Software- und Hardwarefirmen zu verkaufen versuchen, dass durch den Kauf eines bestimmten Geräts Ihr Unterricht, Ihr Leben und Ihre Bildung revolutioniert wird, seien Sie natürlich kritisch. Ganz aus einer humanwissenschaftlichen Tradition heraus, glauben Sie nicht sofort jedem Hype. Sie müssen nicht sofort auf jeden Trend aufspringen. Ich wehre mich abschließend gesagt gegen sogenannte Pass-pro-Toto-Argumentationen. Auf der einen Seite, wie gesagt, zu sagen, digitale Medien machen dick und krank. Auf der anderen Seite ist es mir auch zu wenig zu sagen, durch Digitalisierung wird alles gut und vieles besser. Ein großes Problem in unserem Bildungssystem, und ich glaube, das ist in Deutschland genau der Fall, ist, dass mobiles Lernen die dominante Form des Medienkonsums bei unseren Lernenden ist, aber der Mainstream im Bildungssystem noch vollkommen anders tickt. Erzählen Sie mal Ihren Stakeholdern oder Entscheidungsträgerinnen von was in der Augmented Reality oder mobilen Lernszenarien. Wie viele wissen denn dann wirklich davon Bescheid? Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir hier ein bisschen umdenken. Es geht beim mobilen Lernen auch um eine Entgrenzung der Schule. Das heißt, eine örtliche und zeitliche Entgrenzung. Das Lernen mit den Smartphones findet schon lange nicht mehr nur im Klassenzimmer bei 50 Minuten oder 45 Minuten statt. Und das Problem ist, dass M-Learning oder das mobile Lernen noch nicht so präsent ist und so didaktisiert ist, ist ganz klar. Denn es steht hier die klassische Schulkultur im Weg. Diese klassische Schulkultur der Linearität und der Hierarchie und Überprüfbarkeit steht im krassen Widerspruch zu dieser Non-Linearität und partizipativen Netzkultur des mobilen Lernens. Mobiles Lernen ist schon ein bisschen subversiv auch. Denn ich kann nicht alles kontrollieren. Und das ist natürlich ein Problem der Lehrer, dass sie da aus ihrer Rolle teilweise noch nicht raus können. Aber noch einmal, schön langsam abschließen, die Angst vor Veränderung ist menschlich und nicht jede Person, die sagt, ich bin ein bisschen kritisch gegenüber M-Learning, ist eine schlechte Lehrperson. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Nur es sind schon gewisse Zeiten vorbei. Ich muss die Lehrer einfach auch überzeugen. Sie sind vielleicht auch Fortbildnerinnen und Multiplikatoren. Was müssen Sie denn tun, dass, sage ich jetzt einmal, eher die Leute, die das ablehnen, das auch einsetzen? Diese Lehrkräfte müssen einen subjektiven, relativen Vorteil erkennen, wenn sie mit Smartphones und Apps arbeiten. Wird ihr Arbeiten erleichtert? Sparen sie sich Zeit? Das sind natürlich Aspekte, die ich herausfinden muss, dass ihre Kollegen mit mobilen Lernen arbeiten. Und es muss natürlich eine Beobachtbarkeit des positiven Effekts sein. Das heißt, arbeiten sie nicht mit Smartphones nur des Smartphones willen. Ja? Die Lehrer müssen erkennen, dass zum Beispiel durch gewisse Apps, ja, wie zum Beispiel Quizlet, eine Vokabellern-App, die sprachliche Performance ihrer Schüler einfach besser wird. Der Stefan hat mir das gestern gesagt, dass seine Nachhilfeschülerin durch Quizlet mal jetzt eine 2 oder eine 3 auf die Vokabelwiederholung geschrieben hat, wo sie vorher nicht genügend war. Ja? Also hier ist die Beobachtbarkeit des positiven Effekts gegeben und nur so kann ich die Lehrerinnen und Lehrer überzeugen. Und schlussendlich geht es mir darum,
Es braucht keine Nike-Didaktik, Sportartikelhersteller. Was meine ich damit? Ja? Zwingen Sie nicht Ihre Leute zu machen und zu sagen, da habt ihr das Handy und just do it. Ja? Das ist zu wenig. Es braucht, und jetzt sind wir wieder genau bei diesem Punkt, es braucht medienpädagogische Begleitung von unseren Pädagogen und keine Ärzte, die uns Rezepte und Verbote aufoktroyieren. Und ganz ehrlich, wir müssen auch nicht immer nach Silicon Valley oder nach Finnland pilgern, um zu sehen, wie Unterricht funktioniert. Denn es gibt hier auch eine großartige Community, die sehr viel macht. Diese Community, diese Konferenz ist hier das beste Beispiel, wie sich Leute hier vernetzen. Und der Martin hat es gestern schon richtig gebracht, ja, in Finnland, alle pilgern nach Finnland, ja, aber die haben radikal neu gedacht und das brauchte mehr als 20 Jahre. Stellen Sie sich das jetzt einmal für das österreichische und deutsche Bildungssystem vor, radikal neu denken. Also ich bin auch ein großer Fan, dass man da ein bisschen die Kirche im Dorf lässt. Das heißt, es bringt natürlich nichts, Dinge zu verteufeln. Und Rufe nach Verboten sind schlicht einfach Realitätsverweigerung. Und Humboldt hat es schon damals gewusst, dass er gesagt hat, der Fokus muss auch auf den Sprachen liegen. Und da geht es aber nicht nur um die Fremdsprachen, da geht es auch um Computersprachen, da geht es um Programmiersprachen, da geht es auch um Internetsprache. Diese Sprachen müssen kontextualisiert und wahrgenommen werden, um auch gewisse innovative Lernprozesse initiieren zu können. Und jetzt komme ich schon zum Schluss. Ich möchte Ihnen noch ein paar charmante mobile Lernempfehlungen grundsätzlich geben. Und diese Empfehlungen gebe ich Ihnen nicht als Arzt, sondern als Medienpädagoge. Wir sind keine digitalen Zeugen Jehovas. Was meine ich damit? Die Zeiten sind vorbei, dass ich sage, guten Tag, ich möchte mit Ihnen über das Internet sprechen. Ja? Die Zeiten sind vorbei, dass die Leute irgendwie überzeugt werden müssen. Es geht nicht mehr, und da bin ich ein bisschen grantig, sage ich als Wiener, es geht nicht mehr um das Ob das Internet oder digitale Medien eine Rolle spielen müssen. Nein, es geht letztendlich nur um das Wie. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Verbote natürlich Schrott sind und pädagogisch natürlich immer mehr oder weniger das, genau das Gegenteil von Ursachen, wenn ich verbiete. Weil ich kann ja die Kinder auch nicht, wie ich schon gesagt habe, vom Verkehr verbieten. Ich muss sie erziehen und begleiten, dass sie darauf vorbereitet sind. Diese Folie lasse ich einfach jetzt mal so stehen. Und hören wir endlich mal auf, von diesem Mehrwert von mobilen Lernen zu sprechen. Das ist nicht mehr der Fall. Die Zeiten sind vorbei, dass ich meine Schüler belohne, wenn sie mal brav waren im Unterricht, dass man jetzt sagt, okay, jetzt wart ihr alle brav und sind sehr ruhig, jetzt dürft ihr eure Handys rausnehmen. Oder bei mir war das früher so, super, ihr wart alle super brav, jetzt gehen wir in den Computerraum. Ja? Diese Zeiten sind vorbei. Mobiles Lernen muss mehr oder weniger als koexistentes, transdisziplinäres Prinzip verstanden werden, das sich durch die Curricula durchbringen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Natürlich, was die konkreten Vorschläge sind, da müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Und bildungspolitische Realität schaut dann natürlich, da bin ich auch Realist, anders aus. Was es auf jeden Fall nicht braucht, ist mehr staatliches Top-Down. Es braucht mehr Autonomie in den Schulen, denn eigentlich müssen genau die entscheiden, die sich auskennen. Und das sind die Lehrer an der Basis. Und es braucht viel weniger Bildungsföderalismus. Diese Einsicht habe ich schon auch gemacht. Und wenn ich von der Internetsprache spreche, dann gibt es keinen Sprachverfall. Zu sagen, die Fondsprache oder andere Internetsprachen, das ist der Untergang des Abendlands, ist natürlich vollkommen falsch. Ja? Also die Sprache passt sich natürlich mehr oder weniger nur irgendwie einer gesellschaftsperformativen Dynamik an. Das heißt, Sprache reagiert auch auf Technologie. Und ich muss einfach auch meinen Lernenden die digitale Netiquette beibringen. Und Fakt ist, wir müssen weggehen von einem technologischen Determinismus. There is an app for that. Ist schon schön und gut. Aber es ist schon sehr wichtig, dass es natürlich auch die Anleitung gibt, dass wir den Fokus nicht auf die Technologie setzen, sondern natürlich viel, viel mehr auf die Pädagogik und Didaktik. Denn sonst schrecken wir unsere Lehrerinnen ab. Und letztendlich mag ich Ihnen einfach nur abschließen, diese Empfehlungen mitgeben, wie Sie denn auch mobile Lernszenarien Ihre Schülerinnen motivieren können. Wenn Sie mit Handys arbeiten, dann geben Sie ein Problem auf, das die Schülerinnen und Lernenden zu ihrem eigenen Problem machen. Das heißt, das ist ein Problem aus der echten Lebenswelt.
Geben Sie Aufgaben, die mit dem echten Leben zu tun haben. Zum Beispiel gestalte auch einen Flyer für das nächste Schulfest oder deine Geburtstagsparty mit einer App, mit einer Pic-Collage-App zum Beispiel. Dann ist es Ihr Thema. Da können Sie sich grundsätzlich damit identifizieren. Es müssen Mehrfachlösungen erlaubt sein. Bitte machen Sie nicht den Fehler, dass Sie sagen, es gibt nur richtig und falsch, wenn Sie mit mobilen, mit Apps arbeiten. Aber ich glaube, das ist für Sie ohnehin klar. Ganz wichtig, der Lerner hat die Verantwortung für die App und für das Produkt. Ich habe das gestern auch im Workshop gesehen. Wenn Erklärvideos gemacht werden, ist es auch die Aufgabe und die Verantwortung des Lerners, sich Fotos wie zum Beispiel vom Pixabay, einer CC0-Plattform zum Beispiel, zu holen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht einfach zu sagen, ihr macht es einmal und die Verantwortung liegt dann beim Lehrer. Nein, Sie müssen medienpädagogische Verantwortung auch übertragen mit der medienpädagogischen Anleitung der Lehrer. Die soziale Interaktion spielt natürlich eine Rolle und letztendlich geht es darum, unterschiedliche Lernstrategien, die ich auch vorher gezeigt habe, anzuwenden. Und da möchte ich Ihnen schlussendlich noch ein Beispiel, ein praktisches Beispiel zeigen, wie denn ein Handy bei einem Schüler den ganzen Tag lang eingesetzt wird, sowohl aus privater Sicht, aber auch im schulischen Kontext. Also eine Art Idealvorstellung, wie denn unsere Lerner mit dem Handy den ganzen Tag lang arbeiten. So ist es halt, das wäre halt der Idealfall. Fakt ist, dass auch, sage ich jetzt einmal, krass analoge Literaturnobelpreisträger schon irgendwie das Internet erkannt haben. Vielleicht haben Sie von Bob Dylan gehört, dass er seine Literaturnobelpreisrede von SparkNotes, einer quasi Schummelplattform, abkopiert hat. Ja?
Dennoch halte ich es letztendlich, und ich möchte nicht mit It's the end of the world schließen, sondern mit Bob Dylan Times They Are Changing, wo er quasi singt, and don't criticize what you can't understand, your sons and your daughters are beyond your command. Your old world is rapidly aging. Das heißt, es hat keinen Sinn, Jugend und Phänomene mit Verbote zu verhindern. Und frei übersetzt heißt es auf den mobilen Lernkontext und digitale Information, die Lehrkraft kann sich eigentlich aussuchen, ob sie dabei ist oder nicht. Aber wenn sie gewisse Trends ignoriert, sollte die Lehrkraft natürlich ihre Lehrerinnenrolle schon neu überdenken. Denn das ist letztendlich auch ein Problem des 21. Jahrhunderts. Technologien erleichtern uns sehr viel. Sokrates hat einmal damals gesagt, so damals, du warst dabei. Ich war dabei. Wenn der Mensch mehr Freiheit, Freizeit hat, hat er auch mehr Freiheit. Und das ist im 21. Jahrhundert in der Digitalisierung schon teilweise ein bisschen ein Problem, denn die Technologie übernimmt schon sehr viel von uns. Denken Sie an Netflix and Chill. Sie brauchen eigentlich gar nichts mehr machen in Ihrer Freizeit. Sie schalten das Tablet oder Smartphone oder Fernseher ein und Netflix macht den Job für Sie. Sie brauchen nicht einmal weiter drücken, um den nächsten Film zu schauen, gibt Ihnen die Empfehlung, welchen Film Sie eigentlich anschauen sollen. Und das ist natürlich ein Problem, ein Aspekt, den sehe ich grundsätzlich ein bisschen kritisch. Denn die Technologie sollte mit uns arbeiten, aber nicht als uns. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass gewisse Dinge wie das kritische Denken und das reflektierte Denken nicht outgesourced werden. Und so braucht es auch beim mobilen Lernen nach wie vor den Menschenverstand und die Fachkraft, dass didaktische Szenarien angeleitet werden. Denn letztendlich geht es darum, dass man diese a priori Kritiker, in Wienerisch würde man sagen, diese Betoniere, die immer gegen neue Trends sind, wissenschaftlich und praxisorientiert auch ein bisschen entkräftet. Und dass wir die Technologie nicht nur der Technologie überlassen und auch den Ärzten, sondern viel wichtiger den Medienpädagogen, dass dann auch folgender Satz gilt, das Smartphone ist das, was du draus machst. Vielen Dank. Thank you.